Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4 mit unserer chaotischen WG. Du plünderst erstmal ein paar Teile, du musst gleich zur Arbeit, habe ich gesehen, hier. Ding, 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 ding. Muss gleich zur Arbeit, der Fabian, 3 Tage her, okay, dann ist das egal. So viel zu tun, du plünderst ein paar Teile. Ja, der wühlt den Müll, das ist doof, ja, ich weiß, das würde ich genauso finden. Ist nicht auf der Arbeit, aber dann bring das mal eben raus. Perfekt. Und die Mami ist wieder da. Ja, die Mami war schön schwimmen und läuft hier noch im Bikini rum. Du musst zur Schule. Du musst zur Schule. Wir gehen da nicht dran. Wir sind Mutter. Ich glaube, wir sollten hier nicht. Ja. Ab. Komm. Ich schicke ihn jetzt mal ein bisschen schneller. So, wieder normale Kleidung an. Stimmt. Wir haben ja in der letzten Folge der Melodie einen Job beschafft. Sie arbeitet ja jetzt im Krankenhaus. Ist ja ein ziemlich sozialer Mensch und muss in 2 Tagen los. Und wir werden heute den Geburtstag der kleinen Babys feiern. Der kleine Junge ist gerade in der Schule und wir machen das jetzt einfach schnell. Ist ja nicht so schlimm, wenn er das nicht mitbekommt. Dann schauen wir uns mal die Mädels an und überlegen uns dann mal, was wir mit denen anstellen. So, der Papa ist auf der Arbeit. Okay, ja, ist in Ordnung. Ist okay. Die sind halt so älter geworden. Noch ein Mädchen? Hilfe? Spiel kaputt? Süß. Süß. Spiel kaputt. Ach so. Ich bin kaputt. Du siehst aus wie ein kleiner Frechdachs, finde ich. Und jemand, der die Natur liebt. So. So siehst du aus. Ja. Du bist jemand aus, der ein kreatives Wunderkind ist. Und die Musik liebt. So wie die Mama. Und dann haben wir noch hier die Vanessa. Die ist einfach ein Liebling der Massen. Und ist gesellig. So. Ich finde, das sind schöne Merkmale für die Kinder. Passt auch irgendwie zu dem. Wie süß. Wie süß. Sogar schon mit den neueren Outfits. Und wir werden dann erstmal hier die Teile wegstellen. Kriegen wir noch ein bisschen Geld dafür sogar. Haben wir da nicht noch einen Hotten? Nee, wir haben nur die Eier. So, da haben wir nämlich unsere süßen, süßen Mädels. Dann umarmen wir die alle. Oh, wie süß. Wie süß. Voll die süße Frisur. Die kommen echt nach der Mama. Die kommen wirklich nach der Mama. Die haben alle blondes Haar. Der Papa dunkles. Also wirklich ganz Mama-Mädels. Einfach wie die Mädels. Die und die, liebe Mama. Natürlich sind sie jünger als er, ne? Also die sind viel, viel jünger. Hä, geht zur Schule. Oh mein Gott. Ist immer noch nicht zur Schule gegangen. Das sollen ja eh fast wieder da. So, was machen denn hier unsere beiden Turteltauben hier unten? Oh, jetzt haben wir aber hier einen Haushalt. So viele Mädels. Die sehen sich auch echt ähnlich. Wie soll ich die nur auseinanderhalten? Also das muss man, glaube ich, dann echt nach den Klamotten machen. Die Annika ist ein bisschen mädchenhafter, die Vanessa ist jungenhafter und die Sarah ist ein bisschen bauernkindhafter, finde ich. Ich finde, das sieht so nach so einem Bauernkind aus, der so gerne im Dreck spielt und so. So, dann werden wir, glaube ich, mal eure Betten beanspruchen. Ich glaube, zu dir passt dieses Bett. Zu dir passt dieses Bett. Und zu dir passt. Achso. Zu dir passt dieses Bett.
So, dann geht ihr nämlich eure Betten beanspruchen. Angenehmes Gespräch. Ja, du redest auch mit deiner lieben Mami. Ah, du bist schon genügsam. Was? Wir sind schon genügsam? Also hier sind wir schon mal genügsam. Die müssen aber noch nicht zur Schule, oder? Nein, die müssen erst nächsten Tag. Okay. So. Ihr habt eure Betten. So, du bist unsere Gesellige. So, dann unterhaltet euch mal ein bisschen. Jetzt haben wir aber einen vollen Haushalt hier. Das heißt, es wird hauptsächlich Familienleben sein, habe ich das Gefühl. Schade, schade. Aber gut, ich habe mir eigentlich nur ein Kind gewünscht. Aber so kommt das nun mal. So kann das halt mal kommen. So, du bist unsere Musikliebhaberin. Und dann ist es für dich, glaube ich, auch ganz schön, wenn wir für dich vielleicht so eine kleine Geige holen. So eine kleine Kindergeige. Die kann man bestimmt irgendwo kaufen. Ach, da. Da, tolle Sachen. Und wir haben noch eine kleine Künstlerin. Kindergeige Amateur und die Wunderkind. Wir nehmen mal hier die Wunderkind. Ich finde, die ist optisch schöner. So, dann stellen wir da mal hin. Und dann haben wir auch noch hier unser Kreative. Die bekommt natürlich einen Kreativtisch. Und unsere Gesellige, die kriegt das auch alles so hin. Wir könnten denen auch so ein Puppenhaus, also so ein Theaterding holen, aber das passt dann hier auch nirgendwo wirklich hin. Außer wir könnten es hier unten ins Wohnzimmer hinstellen. Möglicherweise so. Machen wir das ein bisschen so. Sieht komisch aus. Ich mag das lieber, wenn der Teppich da drum ist. Aber so können die sich da, glaube ich, nicht mehr hinsetzen. So müsste das dann schon sein. Und ich finde, wir sollten hier auch mal einen anderen anderen Fernsehtisch hin tun. Ich finde, der sieht doof aus. Sondern so einen richtigen Tisch, so einen moderneren Tisch. Nee. Also das Teil finde ich schon echt cool. Ich finde, das passt besser dazu. Ein bisschen das Wohnzimmer umgestalten. Da habe ich gerade ein bisschen Lust dazu. So. Und dann vielleicht noch so ein Sessel dazu. Was ist nicht das Richtige? Das ist nicht der Richtige. Was haben wir denn da für ein Sofa? Modernes Sofa und auf viereckig. Und auf viereckig. Oder ein moderner Stuhl. Höchstwahrscheinlich das hier. In dem Cremeton. Sieht aber ein bisschen komisch aus. Der passt da voll nicht rein. Aber irgendwie ist das Wohnzimmer, finde ich, noch ziemlich kahl. Vielleicht noch ein anderes Sofa, was besser aussieht. Das war, ist das hier, ne? Ja, das ist das hier. Obwohl, das ist größer. Das ist viel größer. Da wir mittlerweile so viele Leute sind, dass wenn wir das so in Schwarz nehmen, das könnte, glaube ich, ganz gut aussehen. Das verkaufen wir da und dann machen wir so ein... Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Und dann kann man den nicht vielleicht auch noch ein bisschen dunkeln. So, dann haben wir das in dunkel und die Sachen halt so in weiß. Und... Dann machen wir das so, das passt doch ganz gut. Und dann noch so ein Stühlchen. Das ist sowas in der Richtung, war das?
Sieht komisch aus. Das ist okay. Dann noch so hinmachen. Und ich finde hier, ist das halt auch irgendwie doof. Ich habe eine Idee. Kommt das nämlich hier in die Ecke? Tun wir da irgendwie noch so ein Regal oder so hin? Oder so ein Schrank. Ich finde so ein Regal besser. Also eins, das reinpasst natürlich. Das passt in den Stil irgendwie auch nicht. Ah, sieht ziemlich zugestellt aus. So ein kleines. Ich finde das ja total toll. So ein Kinderregal oder halt sowas. Noch. Oder halt so. Ich glaube, das würde in den Stil ganz gut reinpassen. Was ist, wenn wir das dann... nochmal da so hinmachen? Oder halt da so eine schöne Stehlampe, eine coole. Die irgendwie, also cool aussieht. Also, die wirklich cool aussieht. Sieht auch voll geil aus, so ein Teil da in der Ecke. Also irgendwie gefällt mir das am besten, halt nur in einer anderen Farbe. Ne, machen wir mal ein Grau, dunkelgrau, das sieht doch ganz gut aus. Ach, ich hau immer das Geld auf den Kopf, aber das ist echt. Oder ein Fernseher, der an der Wand hängt. Außerdem sieht man das Bild hier mittlerweile nicht mehr. Oder halt ein Fernseher, der an der Wand hängt. Ach, da. Das wäre noch besser, den da hinzuhaben, weil dann haben wir das Ding da nicht stehen. Der wird ja reichen. So, halt das ein bisschen. Kein Platz. Dahin. Wenn wir das alles verkaufen, dann könnten wir den hier hinhängen. Warum kann man das dann nicht so hinstellen? Ist halt der Fernseher da im Weg. Doof irgendwie. Irgendwie doof. Und irgendwie bastel ich zu viel am Haus rum. Es tut mir so leid, ich bastel so viel am Haus rum. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, das sieht voll doof aus, aber... Und der Teppich passt doch gar nicht... Sorry, ich muss wenigstens den Teppich entfernen. Wenigstens der Teppich muss weg. Was ist denn das? Ein Kaffee. Tu den mal weglegen. Muss mal aufräumen. So. Ah, das ist das Kind. Egal. Ich hab gedacht, du bist das. So, und eigentlich müssen wir auch noch hier das Haus komplett umbauen. Ich werde mich da höchstwahrscheinlich jetzt mal privat dran setzen und das mal fertig machen. So, dass das hier einigermaßen aussieht und alles. Und dann mit den Kindern, weil die Kinder ja nicht alle sitzen. Dass das alles einigermaßen gut aussieht. Und dann werde ich euch das nächste Woche dann einfach vorstellen direkt. So wie das halt... Damit ich euch dann nicht die ganze Zeit mit behellige. So, was machen die Mädels? Du gehst nach oben, weil du mit der Actionfigur spielen möchtest. Du möchtest dies in die Spielmaschine tun und du möchtest mit ihr sprechen. Okay, aber die geht gerade nach oben, weil sie mit der Actionfigur aus dem Zimmer ihres Bruders spielen möchte. Okay. Ihr macht ja Kram. Was hast du vor? Du bist einfach nur inspiriert. Dann setzt du dich doch vielleicht noch ein bisschen dran und übe schreiben.
damit wir mit dir ein bisschen Geld verdienen können. Du musst nämlich erst in 20 Minuten... Ach, erst in 20... Du musst in 20 Minuten zur Arbeit. Du hast noch ein bisschen Zeit bis Arbeit, nur es ist mal noch ganz chillige Zeit. Dann können wir das nämlich alles viel, viel cooler umbauen. Also ich finde das so ganz schön modern. Das mit den Fenstern gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist jetzt mir auch irgendwie ein bisschen zu hoch. Aber das ist ja... Doch, kein Fernsehen gucken. Ist eigentlich auch nicht unbedingt die Zeit jetzt für euch. So. Und mein... Ich muss jetzt nur ein bisschen schauen, wer jetzt wer ist. Du kannst doch einfach ein bisschen üben. Lieb die Natur. Gesellig. Ach, wir haben ja gar keine Künstler. Unsere Künstlerin ist ja... Okay, du bist gesellig. Dann... Okay. Gesellig. Und die liebt die Natur. Sophia ist jetzt arbeiten. Jetzt sind die Eltern erstmal weg. Du kommst eigentlich auch gleich aus der Schule wieder bald. Aber gut, dann können die halt hier einfach ein bisschen malen. Ist ja jetzt nicht... Und die ist ein bisschen draußen beschäftigt. Ist okay. Puppenhausvergnügen, weil mit Puppenhaus gespielt hat. Ich finde die Häuser echt ziemlich groß. So eins hatte ich nie. So ein großes Puppenhaus hatte ich nie. Also ich hatte so ein Playmobil-Haus. Aber ich hatte nicht so ein monstergroßes Puppenhaus. Und das ist echt karg eingerichtet. Besonders eigentlich ist das Puppenhaus ja, wenn man sich das so anschaut, geht das, also das, was man spielt, nur da. Weil hier vorne spielt man ja nicht. Wo läuft hier Wasser? Habt ihr unten was kaputt gemacht? Ja, die Toilette ist kaputt. Ja, Melodie. Du magst Kinder, glaube ich, total gerne, oder? Okay, du gehörst zu den besten Schülern. Das ist ja klasse. Dann mach du erstmal deine Hausaufgaben. Wir müssen erstmal Babysitter hier spielen. Wissen die nicht? Ach ne, die können auch nicht. Doch, die können auch Hausaufgaben machen. Du musst auch noch alle Hausaufgaben machen. Der liebe Max hat die erstmal mitgebracht für euch. Hat die Lehrerin euch mitgegeben. Genau, setzt euch da mal alle hin. Und, ich helfe euch dann mal bei den Hausaufgaben. Level 4 der Schreibfähigkeit. Du kannst jetzt Liebesmails schicken, aber du musst zur Arbeit. Und du wirst auch schon wieder angerufen, weil du zur Arbeit musst. Ah! Ah. Sind wir gleich komplett alleine mit den Kindern. Ja, tschüss. Ach, süß. Eine winzige Kritik. Sophia wurde die Ehre zuteil, mit einem der gefeiertsten Cellisten aller Zeiten auftreten zu dürfen, der auch großen musikalischen Einfluss ausübt. Doch als sie gemeinsam üben, vernimmt Sophia eine Passage, die er scheinbar nicht korrekt spielt. Sie kann entweder darauf hinweisen oder darauf vertrauen, dass der Meister weiß, was er tut. Ich lasse es einfach durchgehen. Puh, was auch immer bei der Probe los war, wiederholt sich nicht beim ersten Auftritt. Der Meister Cellist hat zwar in den Augen von Sophia ein wenig Glanz verloren, aber das Konzert läuft gut. Das ist doch eigentlich die Hauptsache. So, dann machen wir das nämlich leer. Dann passt auch wieder was hin. Und können wir nicht ein Foto machen. Mach mal bitte ein Foto. Helf dir mal nicht weiter, ich möchte, dass du ein Foto von denen machst. Das ist doch eigentlich voll das süße Bild. So. Voll das süße Foto. Hä?
Ich habe doch 5 Fotos gemacht. Wieso habe ich jetzt im Endeffekt nur 2? Die sind... Weil die... Okay, die schlechten löschen. Löscht er sofort? Okay. Oh, jetzt haben wir hier ein Foto von den Mädels. Wie sie da Hausaufgaben machen. Ist doch eigentlich auch ganz schön. Oh, ist das schön. Was machst du denn da hinten? Das ist manchmal ein bisschen komisch. Oh, du musst auf die Toilette. Oh, es ist kaputt. Und oh, oben kannst du, ne? Oben kannst du gehen, okay. Dann geht die, du oben. Du musst eigentlich auch auf die Toilette. Du kannst dann gleich eher was essen. Ist da noch was Leckeres drin, ne? Ist der auch kaputt? Nee, ist immer noch die Toilette, ne? Repariere ich die mal eben. Obwohl. Können auch einfach eben kurz einen Reparaturservice anrufen. Der macht uns das dann schon kaputt. Heile. Dann das noch zu. So. Danke, dass du das Angebot des Reparatursofas machen kannst. Genutzt hast du da, wie auch immer der jetzt heißt. So, ihr beiden macht noch alles schön Hausaufgaben. Wo bist du denn? Du übst noch. Ja, das machst du aber schön. Kümmere dich jetzt lieber, glaube ich, um deine Hausaufgaben und dass du. Geh, glaube ich, lieber kurz schnell auf die Toilette. Ach, kannst du noch die Hausaufgaben machen? So. Können die Kinder hier ein bisschen malen, können sie spielen, da haben sie ganz viel zu tun. Und er kann natürlich auch was machen, aber er hat hier ja seine Void-Kreaturen. Er hat wieder was mitgehen lassen. Was hast du denn jetzt schon wieder mitgehen lassen? Das ist in der... Nein, das ist im normalen Inventar. Was hast du denn mitgehen lassen? Einen Granatapfel. Dann pflanzen wir den mal, einfach mal. Du möchtest gern ein bisschen Spaß haben? Dann tanz doch einfach ein bisschen. So, und unsere ganzen Mädels, den können wir ja auch einfach mal schön alles Gute eigentlich wünschen. Weil sie Geburtstag hatten und also schon so groß geworden sind. Ich glaube, ich komme nie mit den Namen. Ich glaube, ich werde nie mit den Namen zurechtkommen. Ich würde jetzt auch sagen, ich mache hier an dieser Stelle auch einen Cut. Ja, wirklich intensives Familienleben ist es mittlerweile geworden. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Wenn die dann älter sind, dann kann man mit denen auch ganz viel anstellen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge am Morgen auch schon wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, die Woche ist für euch ziemlich gut gestartet. Bei mir war es sogar ganz okay. Yay, mal ausnahmsweise. Ja, und wir sehen uns dann morgen. Ciao, ciao!